Ein herzliches Hallo von mir an euch. Wie angekündigt, es geht endlich los mit Resident Evil. Wobei, ihr habt schon ein Video gesehen. Das war so nicht geplant, aber es gibt schon ein Special-Video zu Resident Evil. Da seht ihr auch die neue Map, die aktuell zu diesem Zeitpunkt, wo ich aufnehme, noch deaktiviert ist. Also, ja, die Map können wir... Du stehst mir im Weg. Aktuell nicht bekommen, die neue. Aber, ihr seht, wir versuchen die Adept-Challenge. Direkt die Adept-Challenge mit Jill Valentine. Eine der beiden neuen Survivor. Und wie immer, erkläre ich mal so kurz und grob die Talente. Bitte verzeiht, ich muss ablesen, weil ich kenne ihn noch nicht. Das ist übrigens Gegengewalt, das Talent, was ihr gerade seht. Ich zerstöre Totems schneller. Und wenn das weg ist, sehe ich das am weitesten entfernte Totem da hinten. Ist vielleicht ganz cool in Kombination mit innerer Kraft. Ich weiß nicht, ist der Killer AFK? Das wäre halt richtig mies. Ah nee, da hinten läuft irgendwas. Das zweite Talent, was ihr da unten seht, was sich gerade auflädt, heißt Sprengfalle. Ich muss insgesamt erstmal einen gewissen Fortschritt an Generatoren schaffen, eine gewisse Zeit reparieren, wenn ich das richtig verstehe. Und kann dann an einem Generator eine Falle platzieren, dass wenn der Killer den Gen treten möchte, explodiert diese Falle erstmal und er ist geblendet. Muss dann halt nochmal treten. Und... also die Falle bleibt nicht ewig lang am Generator. Das läuft auch ab, die Zeit. Und meine Mates sehen den Generator dann gelb leuchten. Mittlerweile wird es ein bisschen schwierig. Mittlerweile gibt es einige Perks. Die Generatoren gelb leuchten lassen. Das ist gar nicht mehr so einfach, da durchzusehen. Was das nun wie bedeutet. David ist wieder am Gen, das ist gut. Genau, das ist das zweite Perk von ihr. Das dritte Perk von ihr heißt wieder Aufleben. Wenn ich vom Haken gerettet werde oder selber springe, habe ich direkt einen gewissen Heilfortschritt. Ihr müsst wissen, ich sage immer mit Absicht keine Prozentzahlen dazu, weil das ja von der Stufe des Perks... jeweils abhängig ist. Wenn ich einen Perk auf Stufe 3 habe, habe ich wahrscheinlich einen anderen Prozentsatz an Heilung nach der Rettung als auf dem Stufe 1 Perk. Also deswegen, ich halte mich immer mit diesen Aussagen bezüglich der Prozente stark zurück. Deswegen auch, ne? Ich sage immer grob, was die Talente können. Was die Talente machen. So, jetzt könnte ich hier eine Falle legen. Hätte ich vielleicht auch gleich mal tun können, aber er wird hier nicht treten. Der Gen ist noch nicht so weit. Ich renne mal weg hier. Ist, dass die Killer mir einfach hinterherkommen, aber er hat mich halt auch gehört. Ich glaube, Jill ist relativ laut. Okay, aber... Also, es wollen alle retten, das ist cool. Können wahrscheinlich direkt dann testen. Wieso kommst du mit dem Killer jetzt, Jake? Ist es denn ernst? Ich müsste jetzt ja direkt einen Heilfortschritt haben.
Warum bin ich lautlos? Warum bin ich lautlos? Das verstehe ich gerade nicht. Das Perk von ihr mit dem... So, Heilfortschritt. Das sagt ja eigentlich nicht aus, dass man lautlos ist. Oder? Irgendwas verpasst? So, mal gucken, ob wir beim nächsten Mal eine Falle legen. Einfach weil wir es können. Wenn hier eine Falle dran ist, leuchtet der übrigens. Also dann ist der Jen, der hat dann so eine komische Aura. Drumrum. Ich habe Angst, dass der hier irgendwo steht und ich gleich gestalkt bin. Ich muss doch rauskommen. Mensch, Adept Challenge. David, ne? Der blockt mich jedes Mal. Oh. Ist direkt der nächste Generator. David ist aber hingerannt. Also ich gehe von aus, David wird retten. Okay. Generatoren hier alle in der Reihe. Wow. Jake rettet. Den machen wir jetzt den Generator. Und Jake liegt gleich. Aber Jake ist eh One-Hit. Also von daher. Ich würde gerne meine... Seht ihr, ich habe jetzt eine Falle gelegt, kurz eine andere Taste gedrückt, kommt ein Skillcheck, verkackt. Aber der Generator hat jetzt hier so eine Aura. Aber ihr seht unten die Falle, das läuft ab die Zeit. Aber ich wollte euch das einfach gern mal zeigen. So sieht das dann aus. Und die Mates sehen den Generator jetzt gelb. Es stalkt mich, oder? So, und jetzt muss ich das Talent wieder von vorne aufladen. Und neu aufladen. Nee, oh, muss ich gar nicht neu aufladen. Ich kann direkt wieder eine Falle legen. Das ist cool. Ich glaube nicht, dass er den Jen treten wird. Aber cool wäre... Doch! Habt ihr gesehen? Er hat den Jen getreten und dann ist die Dings explodiert und wir kriegen das Symbol für den Generator. Das ist cool. Das ist quasi das... So sieht das ja aus, wenn der Killer Tüftler mit hat und dann den Generator ein Signal gibt. Oh cool, wir konnten alle Talente sehen und testen. Ich gehe aber wieder dort vorne ran. Er war angefangen. Ah, okay, jetzt muss ich das Talent aber neu aufladen, weil die Falle jetzt quasi explodiert ist. Okay. Cool, cool, cool. Ja. Er stalkt. Ich will ihn nicht aufdecken. Ich will nicht, dass er weiß, dass ich hier bin. Weil das ist halt dann tot, ne? Wo sind die Ausgänge? Nicht hier und nicht hier. Wahrscheinlich auf der Seite und auf der Seite da hinten. Ich hoffe auch nicht, dass er Nöte hat, Ghostface. Das wäre bitter. Jo. Die
vermutet. Dann gehen wir hier außen rum. Das wäre halt richtig cool, wenn wir direkt die Adept Challenge schaffen. Im ersten Versuch. Shittigram. Killerino. Mit Dwight. Dann gehe ich hinter zum anderen Ausgang. Da ist ein Totem gewesen, aber das hat nicht geleuchtet. Also kein Nöt. Also das zumindest ist kein Nöt. So, habt ihr den Ausgang hier hinten fertig, Leute? Hier ist noch ein Totem, das hat nicht geleuchtet. Ach, die habt den Ausgang fertig. Was ist dein Problem, Jake? Warum machst du den Ausgang nicht auf? Du Drops. Dwight ist jetzt eh tot, leider. Ja! Ja, wir sind quasi raus. Also, ich warte, bis wir raus sind. Aber wir sind quasi raus. Das heißt, wir haben direkt im ersten Versuch die Adept Challenge geschafft. Ja, geschickte Jill. Juhu. Ich hoffe, David kommt auch raus. Vielleicht hat er die Luke. Ich weiß es nicht. Wie cool. Wir haben direkt die Adept Challenge. Oh. Interessante Lobby. Entschuldigung. Okay, egal. Adept Challenge geschafft. Dann versuchen wir am Donnerstag direkt die Adept Challenge mit Leon. Mit dem zweiten Survivor aus dem Resident Evil Chapter. Ich freue mich, dass es mit Jill direkt geklappt hat. Bis Donnerstag, ihr Lieben. Macht's gut, bleibt gesund, bye bye. Danke fürs Reinschauen. Tschüssi!